Hallo ihr Lieben, kennt ihr mich noch? Herzlich willkommen zu diesem überraschenden, spontanen Video von mir. Es ist heute, ich hatte einfach große Lust, ein Video zu drehen. Und ich habe es natürlich leider nicht geschafft, ein Video zu drehen. Und da das jetzt draußen sehr, sehr, sehr zappenduster ist, habe ich mir gedacht, komm, machst du das jetzt einfach mal. Und machst es jetzt mal woanders, machst hier mal eine Festtagsbeleuchtung rein. Falls ihr jetzt denkt, okay, oh Gott, es ist hier alles ein bisschen dunkel, ein bisschen zappendüster, so ist es nun mal. In diesem Haus, in dieser Wohnung, in der ich wohne, ist alles zappendüster, hellhörig. Hallo Nachbarn, falls ihr mich hört. Und so ist es nun mal. Aber wir gucken mal, dass wir da ein bisschen was verändern können, damit wir mal ein bisschen schönere Videos drehen können. So, also beachtet bitte diese Nicht-Helligkeit, diese schöne, wie die ganzen YouTuber das machen. Wir machen das einfach mal nicht. Wir haben nämlich nicht die Möglichkeit. Und sollte das mal irgendwann mal so sein, dann wird sich das auch ändern. So, auf jeden Fall, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen spannenden Monat Oktober. Ich habe einiges zu berichten. Ich weiß, ich habe mich in den letzten Wochen nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos ich im Oktober hochgeladen habe. Aber mir ging es dann zeitlich nicht besonders gut. Emotional gesehen habe ich wieder eine negative, schwarze Phase hinter mir gebracht. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dieser Malo erwartet anscheinend von dieser schrecklichen Frau, wenn wir mal ehrlich sind, ein Kind. Dieser Gianna Mariano, und ich habe euch immer gesagt, diese Beziehung ist fake, die ist unauthentisch und die haben auch keine Chemistry, keine romantische Beziehung. Und die letzten Wochen und Monaten habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ob ich mich da eingeklinkert habe oder Gott weiß was, aber ich hatte Gedankengänge, die mich erschaudern ließen und die nachhinein und später herauskamen, das waren nicht meine Gedankengänge, sondern Jaras. Ich kann auch die Bilder, die sie posten, ich bekomme ja mal Visionen im Traum von denen. Und auch wenn das immer alles so eine perfekte Welt scheint und sie zeigen, dass sie das perfekte Pärchen sind, im Außen zeigen sie es. Im Inneren sieht es aus wie zappenduster. Diese Frau ist einfach ein Scheusal. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Und ich habe wirklich an meine Intuition gezweifelt, als dann rauskam, dass diese schreckliche Frau, wirklich schreckliche Frau, ich sage das wirklich offen und ehrlich, ich kann die Frau nicht ausstehen. Und das darf man auch mal so sagen. Man darf nicht immer alles so lieb und nett und haha sehen, sondern auch mal sagen, ich kann diese Frau nicht ausstehen. Ich spüre ihre Hass, ich spüre ihren Vibe und dieser Vibe ist etwas, was mich absolut, wo ich mir die Haare raufe. Sie ist ein bösartiger Mensch, der nur ans Geld denkt, der nur darauf fokussiert ist, zu zeigen, wie toll sie ihren Arsch in die Kamera hält, das tut man dafür ausdrucksweise, und wie großartig sie im Bett ist. Ich habe festgestellt, das ist mir auch danach hinein auch aufgefallen, ich habe ja immer mal beschwert, dass meine Nachbarn ja regelmäßig Sex haben. Und ich glaube, das sollte mir zeigen, dass die, meine Nachbarn ist mir egal, ob die Sex haben, ich bekomme es immer mit. Aber das war natürlich das Zeichen vom Universum, dass Jara so hinterlistig ist, um alles so vorbereitet zu haben, um Malo ein Kind anzuhängen. Ja, ich weiß, ihr glaubt es kaum. Ihr denkt wahrscheinlich, Moira, hast du zu viele Filme geguckt? Ich habe an meiner Intuition gezweifelt, weil ich genau weiß, diese Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Die Frau ist bösartig, narzisstisch, manipulierend und hat keine positive Seite an sich, die ich sagen kann, wow. Wenn ich Mandy Moore zum Beispiel sehe, dann sehe ich eine Frau, die eine Attitude hat, eine liebevolle, beständige Frau, auch wenn sie ihre Kinder nackig im Internet präsentiert, was auch nicht gerade toll ist. Aber sie hat wenigstens mehr diesen Selbstrespekt, diesen Selbsthass von Jara.
Es ist ja, die sind, es wird ja in der Presse so viel Lügen verbreitet in den Nachrichten, dass es irgendwie von alleine rauskam. Das kam nicht von alleine raus, diese Wahrheit, dass Malu diese Frau datet oder geheiratet hat. Das war sie selber. Dara hat das dafür gesorgt, dass die ganze Presse auf die Beziehung gestürzt wird, obwohl Malu eigentlich gar keinen Bock hat, öffentlich eine Beziehung zu informieren, euch zu informieren, dass er mit so einer schrecklichen Frau verheiratet ist. Und ich wette mit euch, dass diese Frau so bösartig ist, dass sie ihn verflucht hat, ihn mal buchstäblich verflucht hat mit Besessenheit, Zauber und hast du nicht gesehen. Und sowas, da kriege ich einen Kotzanfall, da kriege ich einen richtigen Wutanfall. Und so bei sowas, da muss man echt die Hörner abreißen. Und diese Frau ist wirklich der Scheusal. Entschuldigung. So. Und warum sage ich euch das alles? Ich habe wirklich ja, ich habe das eben ja schon angedeutet. Ich habe ja, meine Intuition hat es mir gesagt, dass die Beziehung fake ist und dass sie sich trennen werden. Und hast du nicht gesehen? Und ich habe natürlich an mir gezweifelt. Das müsst ihr euch nur mal vorstellen. Man zweifelt daran, weil man denkt, hä, meine Intuition sagt mir, mein Bauchgefühl, meine Intuition sagt mir, dass diese Beziehung einfach fake ist. Die ist nicht authentisch. Die ist nicht authentisch. Und immer wenn sie Bilder posten, kommen bei mir so Sätze rein. Die zeigen von außen, dass alles gut ist, aber in Wirklichkeit ist nichts gut. In Wirklichkeit hat der Mario keinen Bock, aber ist jetzt von ihr gebunden. So. Und das Kind wird darunter leiden. Das Kind wird darunter leiden. Ich geschweige denn, ob man, weiß man denn überhaupt, ob das Kind von Mario ist? Nein. Wir behaupten, das Kind ist von jemand anderes, weil Jara hat bestimmt irgendeinen anderen Mann schon seit 10 Jahren am Start und Malo ist einfach nur der Arschkriecher, um Fame abzukassieren. So schätze ich Jara ein. Und das hat mich in den letzten Wochen natürlich fertig gemacht, weil man lernt seine Intuition, man lernt auf seine Intuition zu hören und es ist immer hin und wieder ist es so, dass man nicht auf seine Intuition hört und dann kommt die Intuition. Und dann kommt es genau das, was die Intuition einem sagt. Und ich habe auch noch so skurrile Sachen erlebt, wo ich denke, okay, alter Vater, what the fuck? Also es war einfach ein heftiger Monat und ja, warum beschäftige ich mich damit? Weil ich wirklich, ich stand früher auf den. Und sie ist nicht 39, Leute, sie ist 41, sie wird 41, die alte Schachtel, und die ist, ich bekomme Visionen, ich bekomme Visionen über deren Beziehung, und da draußen wird so viel Scheiß Lügen erzählt, so viel Lügen verbreitet von dieser Frau, dass sie selber verbreitet, so viel Lügen, dass ich mir denke, komm, hau jetzt endlich mal die Wahrheit raus und sag doch endlich mal ganz einfach, dass du einfach gar keine Beziehung mit ihm führst, sondern dass ihr nur Freunde seid und ihr euch gar nicht liebt, sondern ihr einfach nur euch gegenseitig verarscht. Genau. Also, da muss ich natürlich auch nochmal lernen, wie ich meine Intuition vertraue und dass ich auf meine Intuition vertrauen soll. Weil manchmal ist es natürlich so, dass man irritiert ist und denkt so, hä, meine Intuition sagt mir das und das und ich liege jetzt falsch. Aber wenn das die Bauchintuition, das Bauchgefühl, die vornherein sagt, das stimmt was nicht, dann hat dein Bauchgefühl ja wohl automatisch recht. Versteht ihr? Und letztens gab es ein Foto von den beiden, die waren auf irgendeiner Presse von Brian Bowen Smith, dieser Fotograf, der ja deren Hochzeitsbilder gefaked hat, ja, oder Fotos gemacht hat, so. Und als ich diese beiden, die saßen dann, standen nebeneinander, und als ich die beiden gesehen habe, kam sofort meine Intuition, mein Gott, sieht das unauthentisch aus. Eine Selbstdarstellung, irgendwas ist da nicht ganz sauber im Kopf, also irgendwas ist da nicht richtig, also, ja, und ich meine, ich mache ja diese Videos nicht, um Jara zu helfen, sondern eigentlich, dass die Wahrheit rauskommt, dass sie ein bösartiger Mensch ist und dass die Leute mal Vorsicht vor dieser Schlange ist. Sie ist ja eine Schlange. Sie ist eine falsche Schlange. Und das muss man einfach mal sagen. Propaganda, Jara Mariano ist eine falsche Schlange. So, egal. Ich habe natürlich nicht geschafft, YouTube-Videos zu drehen. Ich habe ja betont, dass ich tatsächlich ja eigentlich
nur YouTube-Videos drehen möchte, wenn es mir gut geht und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt heute mal Bock. Und ich habe jetzt heute Bock und heute legen wir endlich mal die Karten für den Steinbock. Die Karten sind schon in meinen Händen und die Monatsbotschaft kommt jetzt in diesem Moment. Also bitte schaltet ein und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht gelangweilt für mein Gequatsche, was jetzt einfach mal raushauen musste. Aber ich hoffe, es musste jetzt mal gesagt werden und genau. Und dementsprechend ignoriert den braunen Tisch. Ich habe übrigens ein schönes neues Kartenset bekommen. Das werde ich wahrscheinlich im anderen Video zeigen. Genau, und falls dir diese Videos gefällt, kannst mich ja gerne abonnieren. Kein Zwang, kein Muss, aber ich würde mich sehr freuen. Und heute machen wir den Steinbock für den Monat November. Und ich wünsche den Steinbock für den Steinböcke, dass der neue Monat vollgefüllt mit Liebe, Leichtigkeit, Frieden, Fürsorge. Es kommt jetzt gerade spontan rein. Mit ganz viel Liebe, Leichtigkeit, Verständnis, Akzeptanz in den Monat November reinfließt. Also diese ganzen schönen Emotionen, Gefühle, Tugenden, wie man es auch nennen mag, dürfen in den Monat November natürlich reinfließen. Und das ist alles für dich, natürlich tief geerdet zu sein. Und das sollte mal eine Situation kommen, in der du mal durchdrehst, dass du deine tiefe Erdung bekommst. Und ich sage euch, Leute, auch wenn es mir so schlecht ging, der Schöpfer war immer an meiner Seite. Und ich war ja so im Kopf durch. Ich kam ja nicht mehr zur Ruhe. Kam auch nicht mehr zum Schlafen. Und der Schöpfer hat mich dann zu mir in einem Seminar gebracht, was ich schon in diesem Jahr gemacht habe. Und ich sage es immer wieder, Leute, Theta Healing wirkt. Es hat wirklich bei mir geholfen, weil in dem Moment, in dem ich in den 2 Tagen Seminaren drin war, war mein Kopf wieder frei von den ganzen Kuddelmuddel. Mein Kopf war so ein Durcheinander, dass ich gar nicht mehr richtig gucken konnte und mich gar nicht mehr auf meine Sinne fokussieren konnte, sondern wirklich auf, ich war einfach durch. Und es hat wirklich, 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 wirklich geholfen. Mir persönlich hat es wirklich geholfen. Ich darf ja keine Versprechungen geben, ich darf ja keine Empfehlungen geben in Bezug auf Theta Healing, aber Theta Healing unterstützt dich bei deinen Selbstheilungskräften, mentale Stärke, Schlafstörung etc. pp. Wir haben das Thema Hormonsymphonie und ich meine, wenn ihr wisst, mit Hormonsymphonie, Schilddrüsenunterfunktion, da war ich übrigens beim Arzt, der Arzt sagte auch, Leichtunterfunktion hat auch was mit irgendeinem Thema zu tun. Und dieses Thema hat sich natürlich herauskristallisiert. Das Thema mit der Jara hat sich herauskristallisiert in meinen Ahnenkreis. Ich glaube, da muss ich nochmal rangraben. Sonst gehe ich wieder an die Decke, wenn ich die Frau sehe. Ja, ich glaube, da muss ich wieder graben. Ja, aber ich darf ja heute mal Mensch sein. Menschen dürfen auch alles fühlen, alles denken, alles sagen, wonach sie ist. Und frei Schnauze und einfach nicht mal alles so verniedlichen oder zu toxisch positionieren. Weil manchmal unterdrückt man. Und was bringt denn das, wenn man alles nur hineinschluckt? Das macht einen nur kränker. So, heute geht es jetzt endlich mal los. Nach 13 Minuten Quatschen reden wir jetzt mal über den Steinbock. Lieber Steinbock, ich habe für dich schon mal Karten gelegt. Und das Video kann jetzt ein bisschen länger dauern, also hol dir mal was Schnelles zu trinken, kannst das Video anhalten. Ich lege dir schon mal die 4 Karten hin, damit du die schon mal sehen kannst. Ich zeige sie dir auch gleich in die Kamera. Ich habe mich jetzt hier nicht schlau gemacht und mich auch nicht informiert, und wie ich das vorher mal gemacht habe. Aber ich möchte natürlich noch mal kurz erwähnen, dies ist ein allgemeingültiges Tarot-Reading. Es steht hier nicht fest, dass das Gesetz ist, dass das passieren wird. Natürlich deine Gedanken, deine Gedanken, das, was du denkst, ziehst du natürlich an. Ne? Sind natürlich mächtig und es wird ja auch wirken. Also es ist hier keine Versprechungen, ich sage auch keine Zukunftsprognosen, das sind einfach nur, wir schauen uns einfach mal an, was für Schattenthemen, positive Themen da hochkommen könnten.
So, wir haben ja die erste Karte. Die erste Karte ist ja die Münze. Die Münze ist natürlich immer das Zeichen von Tierkreis, also Tierkreiszeichen, Stier, Jungfrau, Steinbock. Interessant. Ich merke es mir immer noch nicht, ne, wo ich da. So. Ich werde nachher noch mal was noch erwähnen nach dem Steinbock-Karten-Reading in Bezug, ob ich weitere Readings mache. Aber das werde ich jetzt nachher machen, weil sonst komme ich nicht in die Gänge. So. Und das ist übrigens ein Element der Erde. Ich erwähne das einfach nur mal so kurz am Rande, damit du das auch Bescheid weißt. Es geht ja auch immer um Finanzen, um materielle Dinge, um den Besitz. Ja, Geld. So, wir sehen hier, die Karte ist natürlich ungedeckt. Die Karte liegt andersrum. Wo bist du denn? Du bist da. Die Karte liegt normalerweise so. Man sieht hier natürlich, es schneit, es schneit, es schneit. Es schneit und wo ist denn mein Stift? Ich habe mir eigentlich keinen anderen Stift, egal. Es schneit, es ist kalt. Und es sieht so aus, als würde man in sich kehren. Man trägt so seine Sorgen, seine Ängste, seine Ängste. Man hat vielleicht auch Angst. Ich gucke auch mal im anderen Büchlein, weil ich finde das immer so interessant. Ich zeige die euch mal beim nächsten Video. Ja, das sind die fünf Münzen. Das sieht sehr anders aus. Krass. Da geht es hier um die Begrenzungen und Einschränkungen. Die heraus, ich finde das immer total krass, was hier dazu steht. Ich lese euch das jetzt mal vor, aber es steht nämlich anders als in den Büchern, die wir immer haben. Im Internet steht ja auch ganz viel. Nehmt einfach mit, was wir bekommen. Ja, also es sind natürlich die Begrenzungen und Einschränkungen von Saturn. Die fünfte Münzen steht für eine Zeit des Umbruchs und der Wandlung, die du auch als Härtetest gesehen werden kann. Manchmal gibt es Phasen, in denen man scheinbar keinen Schritt weiterkommt, die sich anfühlen, als wenn nichts, so fünf Münzen, ne? Als wenn nichts so richtig fruchtet. Dabei strengst du dich wirklich an, was aber irgendwie keiner so recht wahrnimmt. Du bist auf dich allein gestellt. Es ist ja die Karte halt auf dich allein gestellt, aber vielleicht auch auf dem Sinn auch, dass du vielleicht dir auch vielleicht auch diese Begrenzung hast, du möchtest jemanden um Hilfe bitten, aber du traust dich nicht. Oder du hast zum Beispiel Angst, wenn du jemanden um Hilfe bittest, dass dir jemand das ablehnt. Dass jemand sagt, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Es geht hier um die Ratlosigkeit. Du weißt nicht, was du machen möchtest, was du tun möchtest, du dir Hilfe holen möchtest. Steht denn da Krankheit? Kenne ich nicht. Verwirrung, Krise, Drangsal, Bedürftigkeit, Versagensängste. Durchstrecke, Wachstumskrise. Und auch dieser Härtetest dient dazu, dich weiterzubilden. Ja, also es ist immer so doof gesagt, wenn man sagt, ja, jede Härte, alles, was mir das Universum mir schickt hier mit diesen ganzen Karma, dient mir nur dazu, um mich zu bestrafen. Nee, nee, eigentlich dient es dazu, um dich weiterzuentwickeln, dass du Erfahrungen sammelst. Erinnert ihr euch noch die Geschichte daran, als ich euch erzählt habe in einem Video, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Steinböcke, es ging um einen Mietvertrag. Und meine Intuition hat dann schon, ich bin sowieso jemand, der sehr perfektionistisch veranlagt ist. Das habe ich natürlich von meiner Mutter. Und dass ich alles am liebsten sofort erledigt kriege. Weil wenn es alles so hinauszögert, kriege ich die Panik. Ne? So ist das bei mir. Und hier sollte ich ja wohnen und einen Mietvertrag bekommen. Normalerweise, wenn man eine Wohnung besichtigt, dann kriegt man den Mietvertrag und dann schickt man das am Jobcenter. Und wisst ihr was? Der Mietvertrag hat sich dann so lange hinausgezögert, dass ich wirklich panische Angst bekam, dass ich kein Geld bekomme. Und ich hatte so eine Wut, ja, verständlich, weil das nicht nach Plan lief.
Und dann habe ich zum Schöpfer gesagt, du, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich das jetzt nochmal ganz schnell neu machen? Er sollte vertraue, vertraue, vertraue. Ich so, ich vertraue mir gar nichts mehr. Ich brauche ja einen Plan, 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 Plan. So, wisst ihr, was ich meine? Ich möchte das ja alles, schon alles erledigt haben. Und dann kam das Universum und wollte mir hier wieder eine wunderbare Lektion erteilen, eine wunderbare Erfahrung, eine wunderbare Schatzerfahrung, demnach das mich weiterbringt, Vertrauen oder was weiß ich, was ich daraus lernen sollte. Wo ich dann eigentlich im Endeffekt eigentlich sagen wollte, nö, ich wollte nicht Vertrauen lernen. Ich wollte eigentlich, dass sich alles so planbar ist. Wisst ihr? Wenn ich das nicht alles in der Hand habe, dann regelt das sich von alleine nicht. So, wisst ihr? Auch ein guter Satz. Müsste man sich. Ah, das hast du auch. Oh Mist, jetzt weiß ich gar nicht, welche Seite das war. Ich habe gerade ein Buch gelesen, da gab es auch einen interessanten Glaubenssatz, da müsste ich nochmal nachrecherchieren. Auf jeden Fall seelische Erfahrungen, du sammelst seelische Erfahrungen. Und hierbei geht es darum, dass du Begrenzungen hast, Ängste hast und du einfach nicht weißt, wie es weitergeht. Die Schwerter war Luftenergie, soweit ich weiß. Das ist dieser Verstand. Genau, Schwerter ist Luftenergie, also Luftelement, Verstand, Realität, geistige Tiefe. Das sind die sieben. Auch nicht schlecht. Und du weißt einfach nicht, wie es weitergeht. Du weißt nicht, was du machen sollst. Alles ist irgendwie verwirrend. Dein Kopf ist vielleicht auf Autobahnpilot, auf Alarmanlage. Und du fühlst dich gefangen und du weißt wirklich nicht, wie es weitergeht. Du fühlst dich einfach gefangen. Sind das die sieben Schwerter? Acht. Nee, acht. Unterdrückung von Gefühlen, Wünschen, Sehnsüchte, selbst auferlegte Verbote, Schwierigkeiten, Gefangenschaft des Ich, innere Zweifel, Mutlosigkeit, Vernunft, Blindheit, Verschlossenheit. Das kann zur Karte 2 sein. Ja, also es kann auch eine Zurückhaltung sein, eine Hemmung, Blockaden, Ängste, inneres Gefängnis, Zurückgezogenheit. Wer oder was hält dich so gefangen? Wer oder was hält dich gefangen? Das ist eine sehr gute Frage auf diese Sachen. Es kann nur Beschränkungen sein, selbst auferlegte Grenzen oder Glaubenssätze, Muster, ja, Unsicherheiten, Schüchternheit, Selbstfindung, Loslösung und Emanzipation. Sehr schön. So. Haben wir hier eigentlich noch? Hier gibt es aber keine. Da haben die keine Affirmationen. Nee, haben sie nicht. Ich habe ein neues Buch gekauft. Das zeige ich euch definitiv in irgendeinem anderen Video. Wenn es mir schlecht geht, kaufe ich mir Tarot Cards. Merkt ihr das? Das ist auch nicht schlecht, ne? So, jetzt haben wir hier wieder die zwei der Stäbe. Der schaut sich das alles schön an und überlegt. Der reflektiert. Ja, Überlegung, genau. Einschätzung, Stabilität, bin ich stabil genug? Ob ich die Reise antrete oder nicht? Er schätzt ein, überlegt, will ich das? Ist das überhaupt mein Weg? Mache ich das? Kann ich das? Das ist natürlich hier wieder, was war denn jetzt hier nochmal der, die Schwerter waren natürlich der geistige Verstand. Ja, alles dieses Intellektuelle. So, der. Die Stäbe ist natürlich der Antrieb. Ist dein Antrieb auf Feuer? Ist dein Wille auf Feuer? Oder bist du nur auf Sparflamme? Kann auch so ein bisschen so ein kleiner Rückblick sein, abwarten, was noch kommen mag. Und wenn wir sagen, was noch kommen mag, ist natürlich der Eremit. Der Eremit ist jemand, der sich zurückzieht. Du ziehst dich zurück. Ja, du ziehst dich zurück in dein Häuslein und machst das Licht mal an. Du schaltest quasi den Fernseher aus, das Handy aus, ziehst dich mal zurück und liest ein Buch, ja, oder gehst spazieren in den Wald hinein und lässt das einfach mal so sacken. Du lässt das mal alles so sacken. Lass alles mal los, was dich belastet und lässt das mal sacken. Und dann irgendwann mal kommt dann das Licht zu dir und gibt dir die Informationen, die du brauchst. Du bist dann nicht so abhängig von den Informationen im Internet und vom Fernseher und vom Radio und von WhatsApp und so, sondern
die Informationen, deine Intuition kommt dann, die wird dann lauter, wenn du alles um dich herum ausschaltest und dich mal in dich gehst und du mal nichts hörst und du einfach in der Stille bist. Das zum Eremiten. Und wir gehen jetzt nochmal auf den Eremiten ein. Was ist denn das für eine Karte? Hier, Emil, wo ist denn jetzt hier der Eremit? Das ist der Tod. Das haben die richtig schön gemacht, by the way. Wo ist denn der Eremit? Sag mal, mögt ihr es eigentlich, wenn ihr die Karten seht, oder wollt ihr mein Gesicht sehen? Nein, das könnten wir ja auch machen. Müsst ihr mir nur Bescheid geben, dann machen wir das. Steht ihr? Ich glaube, das ist die 9. Wo ist denn jetzt hier die 9? Ja, die 9. Ist doch die 9, oder nicht? Da. Das ist übrigens eine Luftenergie. Das heißt Weisheit, Selbstlosigkeit und Integrität. Das ist von Unabhängigkeit, Weisheit, Konzentration, Reflexion. Das ist ein weibliches Prinzip. Und da wir jetzt auch dabei gehen über den Eremiten, möchte ich nochmal ganz kurz was erwähnen. Und zwar, ihr wisst ja, das ist wichtig, weil das hier gerade nochmal ergänzt wird. Die Menschen heutzutage, ich weiß nicht, ob du dazugehörst, sind natürlich so gepolt, dass sie sich nicht die Erlaubnis geben, eine Pause machen zu müssen oder machen zu dürfen. Müssen wir gar nichts. Ja, und sich mal zurückzuziehen. Die meisten, also nicht die meisten, aber Menschen sind einfach gepolt, immer arbeiten zu müssen, immer was zu tun. Vielleicht kennt ihr irgendjemand, der das auch macht. Ist ja nicht schlimm. Das ist ja, wir wollen ja auch nicht urteilen über diese Menschen. Sie wurden einfach antrainiert, das zu tun. Und sie lernen jetzt mal herunterzukoppeln. Vielleicht ist das für dich auch eine Lernaufgabe, für dich jetzt eine Pause machen zu dürfen, dir zu erlauben, alles mal runterzuschalten auf Null und eine Pause zu machen. Das nochmal, it's okay to take a break, okay? Ich hau euch jetzt mal ein paar Affirmationen raus für den Eremiten. Ich ziehe mich gerne zurück, um meine Gedanken zu sammeln und mich zu regenerieren. Ich bin geduldig und gelassen, handle nur, wenn ich mich sicher und bereit fühle. Auch ganz wichtig. Ich schätze meine Privatsphäre und genieße es, alleine zu sein. Nur in der Einsamkeit kann jeder ganz er selbst sein. In ihr allein ist Freiheit. Das sagt der Arthur Schopenhauer. Ich bin reflektiert und achte darauf, wie meine Handlungen und Worte andere beeinflussen. Also indem du dich zurückziehst und dir die Erlaubnis, dich zurückzuziehen, wirst du dein Licht erkennen. Und dann weißt du, wie du reflektierst du dich, dann wirst du wissen, wo dein Weg geht, was du tun sollst, wie deine Handlung ist, was du Gutes tun kannst, was schlecht ist, was negativ ist, was dein Denken bewirken kann, wenn du negativ redest. Zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest jetzt jemanden verfluchen, weil du die Frau nicht ausstehen kannst, beispielsweise, und du überlegst dann, was passiert jetzt, wenn ich das sage? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fluch ankommt? Und solche Sachen, ne, manchmal denkt man so, okay, ich hätte jetzt gerne mal Beweise oder würde gerne Antworten bekommen. Die Antworten findest du dann in deinem Licht. Nur so am Rande. Du musst jetzt nicht gleich hier Flüche raushauen, du könntest dir auch Gedanken machen, wenn du positiv den Reis verfluchst. Den Reis verfluchst du auch noch. So. Du ziehst dich jetzt zurück. Scheint so, als ich habe jetzt das Gefühl, jetzt kommen wir hier schon ein bisschen strittweise näher. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das in der ersten Woche hier, was hier vorgelegt worden ist, passiert. So, passt jetzt auf. Es geht jetzt weiter mit den Münzen des Geldes. Ich weiß, die Münze steht schon wieder Kopf. Und für mich deutet das natürlich... Natürlich ist es, natürlich könnte man jetzt auch wieder darauf achten, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich sag mal so, es geht um eine Veränderung, einen Richtungswechsel. Das Universum gibt hier eine neue Möglichkeit, eine neue Chance. So sehe ich das. Und hier öffnen sich neue Wege.
Da ist ein neues Tor. Und dieses Tor kannst du annehmen oder nicht. Verstehst du? So, wo sind denn jetzt hier meine... Die Münzen haben wir wieder verloren. Ja, es ist wieder eine neue... Es ist eine Glückskarte. Den Mutigen gehört die Welt, das ist deine Zeit. Also, es kann aber auch sein, dass du vielleicht die neue Möglichkeit bekommst, dass du Glück hast. Es kann ja materieller, finanzieller Zuwachs sein, Durchhaltevermögen, Ständigkeit. Also wenn du Glück hast, kann das sein, dass du vielleicht, ich hau jetzt einfach mal auch raus, dass du zweifelst. Weil du denkst dir, ja, was? Ist das wirklich jetzt ein Zeichen? Oder du glaubst es nicht. Oder du nimmst die Chance nicht wahr. Ja, es kann aber auch sein, dass du ein positiver Mensch bist und sagst, das ist ja ein Glück, das ist ein Geschenk, ich werde die Chance nehmen. Aber wenn du dir die Chance nimmst, vertraue dir auch. Und vielleicht, wenn du dann denkst, die Chance nehme ich nicht, dann hast du vielleicht auch ein paar Urängste, weil du denkst, du verdienst es nicht, dieses Glück zu haben. Es könnte auch eine Lösung eines Problems sein. So, der... Es geht so einen stabilen Ausgangspunkt. Nicht schlecht, ne? Einen stabilen Ausgangspunkt. So. Wir haben wieder die Münzen. Und du hast hier wieder das Glück. Eine große Chance, ein Glück, unerwarteter Erfolg, innere Bereicherung. Bereicherung, plötzliche Erkenntnis, Durchbruch, positives Erlebnis, ein Aha-Erlebnis, Gelegenheit, Anerkennung, Erfüllung. Ja, aber, das möchte ich jetzt aber nochmal betonen, wir können hier nicht immer alles als positiv deklarieren. Das kann ja sein, dass du auf einmal plötzlich diese große Chance hast. Und diese große Chance kann ja auch daran sein, dass du vielleicht ein bisschen an dir zweifelst. Ja, zum Beispiel, wenn du immer Glück hast. Vielleicht ist es dann auch plötzlich so, stellst du ein, ich bin ein Glückspilz und dann bist du immer gierig nach dem Glück. Immer gieriger, gieriger. Die strebt dann nach Gier. Oder du erlaubst dir das Glück nicht, weil du es denkst, du verdienst es nicht. Wo wir es ja eben hatten. Falsche Bescheidenheit. Vielleicht fehlt dir auch die Dankbarkeit so ein bisschen. Dass du denkst, oh, natürlich habe ich jetzt sehr viel Glück und ich bin sehr beliebt und Triumph. Hurra! Aber was macht das mit einem? Bist du dann in deinem Herzen, bist du dann wirklich dankbar? Oder bist du jemand, der sagt es mir, Gott, ich will Glück haben, weil das Ego mitspielt? Steht ihr? Das ist eine andere Frage. Die darfst du beantworten. So, was haben wir denn hier? Der Hierophant ist jemand, der mit Weisheit gewaffnet ist. Jemand, der Ahnung hat. Jemand, der weiß, wie es weitergeht. Ich behaupte es mal, es ist in der zweiten Woche. Ich muss jetzt hier mal gucken. Jemand, der Erfahrung gesammelt hat, der dir auch Informationen geben kann. Wieso gibt es eigentlich... Hier sagt er wieder ein schonersparer Sprichwort. Das ist übrigens hier die große Arkana, die Magie. Fünf steht für Magie, Flexibilität, Unabhängigkeit, Freiheit, Lebendigkeit, Sinnlichkeit, Ausdruck. Das ist das Element der Erde. Das ist ein Stier, Sinnlichkeit, männliches Prinzip. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagt man. Ja. Also es gibt hier so eine spirituelle Führung, Autorität, gibt es eine Autorität, die höchste, die höhere Wahrheit, die Weisheit, Lernen, Annehmen, Verbundenheit mit dem Göttlichen, wahre Berufung, tiefe Erkenntnis. Das heißt, du kannst deine tiefe Erkenntnis finden. Vielleicht bist du diejenige, die die tiefe Erkenntnis bekommt oder jemand, der dir tiefe Erkenntnis geben wird. Es kann aber auch sein, dass es, wenn es so Beziehungen geht, dass es natürlich auch eine Beeinflussung ist, eine Vereinnahmung, eine Unterjochung, Stalking, entfremdende Abhängigkeit oder eine Verführung. Auch interessante Sache, wisst ihr das?
Moralische Werte Hochzeit stärkt bei Beziehungen. Schau euch jetzt noch raus. Affirmation. Wir sind noch nicht fertig, liebe Leute. Wir haben hier noch 3, 4 Karten. Ich bin hier, um Wissen und Einsicht zu vermitteln. Ich bin dein Mentor. Ich helfe gern und kann gut unterrichten. Wage es, weise zu sein, sagt Horas. Manchmal bin ich auch der Priester oder Mönch. Ich bin hier, um dich zu ermutigen, deine eigene Wahrheit zu finden und die Erkenntnis zu bringen. Wichtig ist natürlich, dass du niemanden manipulierst und auch niemanden wie Jara hier beeinflusst, manipulierst, vereinnahmst, unterjochst, entfremdest und abhängig bist wie eine kranke Jara Mariano, ja, sondern dass du für dich selber einstehst. Natürlich kannst du die Person retten, wenn sie gerettet werden will. Wenn nicht, Pech. So. Ja, sagen sie meine Ahnen. Meine Ahnen sagen auch ja. Ja, siehst du. So, sechstes Element. Das sechste Element, was glaube ich? Die sechs der Stäbe. Ist eine Glückskarte. Du hast, hör mal, ihr habt hier Glück, ne? Ihr habt echt Glück und Erfolg. Das ist eine Erfolgskarte. Das kann eine positive Sache sein, wenn du Erfolg hast. Dass du sehr stolz auf dich bist, dass du sehr glücklich bist und dass Lösungen von Problemen, also dass wenn du Probleme hast, dass dir die Probleme gelöst werden, so, dass du auch geschätzt wirst, wertgeschätzt wirst, ja, ist natürlich auch wieder die Frage, kannst du es annehmen oder kannst du es nicht? Wenn du jetzt den Erfolg hast, was macht es mit dir, mit dem Erfolg? Es ist immer noch so, auf der einen Seite kannst du ins Positive rutschen und dankbar dafür sein und in deiner Mitte zu sein, ohne irgendwie bösartig zu sein, oder du kannst ins Negative abschwellen und kannst dann so arrogant rüberkommen und denken, ja, ich bin jetzt erfolgreich, ich bin jetzt mal was, ne, so rüber. Das ist so eine Angeberei und Rumprahlen und Eitelkeit, was auch unauthentisch ist. Also, wo bist du verankert in tief in dir? Ist überhaupt das Erdelement? Nein, das ist das Feuerelement. Also Erfolg und Gewinn. Kannst du auch teilen? Kannst du deinen Gewinn auch an andere teilen, damit es sich vermehrt? Oder nimmst du das alles in dir und verbrauchst es für unnötige Zwecke? Hey, ich bin einfach schlau. Nein, bin ich nicht. Oder keine Ahnung. Ist gut. Okay. Das löschen wir alles, was ich gesagt habe. Eben löschen, löschen, löschen. Also, das war jetzt so meine Muse. Hier ist das die Karte. Guck mal, hier haben wir volles Glück und hier steht auf Warten. Hier steht voll auf Warten. Ihr wartet. Was ist denn das schon wieder? Was habt ihr Glück wie ohne Ende? Was ist denn das? 9. Es ist schon wieder die Stäbe. 9 Stäbe. Ihr wartet. Vielleicht, ja, Saturn, Angst vor Verhandlung. Ach Gott, ihr seid ja auch richtig drüber. Lerne aus der Vergangenheit, aber mach sie nicht zu deinem Leben. Komm aus deinem Versteck. Hier ist Warten. Also, vielleicht hast du in dem Monat November natürlich nicht gleich sofort wie hier Andeutung auf Glück. Es könnte sein, dass du vielleicht erstmal wartest, bevor du Erfolg hast. Wenn du das Durchsetzungsvermögen hast, kann es sein, dass du Erfolg haben wirst, dass der Erfolg kommt, wenn du weiter am Ball bleibst. Wenn du einfach aufgibst und einfach sagst, tschüss, ich habe keinen Bock mehr, weil das bringt ja nichts, dann wird der Erfolg auch nicht kommen. Wisst ihr, das heißt, du musst beständig sein, du musst ständig an das, was du machen möchtest, arbeiten. Ja, ständig an arbeiten. Es ist so eine Art Überlebensinstinkt, ja, weiß ich nicht. Vielleicht dient es auch dazu ein bisschen auch aus Vorsicht, aus Erfahrungen. Weil du denkst, wenn das damals nicht gelaufen ist, dann muss ich das jetzt besser machen. Kann auch sein. Vielleicht bist du auch wachsam. Wachsam. Wir haben hier den Eremiten. Den Eremiten ist jemand, der sich zurückzieht, um die Antworten auf seine Fragen zu finden. Das kann sein, es ist nicht so, wie ich es jetzt hier gelegt habe. Es kann ja sein, wir können ja eine Geschichte ausmalen, dass du vielleicht hier einen Konflikt hast. Hier ist so eine Art Streit, ja. Und dieser Streit, was ist denn das für eine Karte? Das sind 1,
2, 3, 4, 5 Schwerter, dass du Stress hast mit jemandem und dass dich das trifft und dass du alles verloren hast. Das ist so alles so Zerstörung, Krieg und so ein Mist, so eine Scheiße, wollte ich sagen. So, ich will jetzt auch sagen, ne, Scheiße. So, und dass du auch da Enttäuschung hast, Tiefschläge und Demütigung, Gehässigkeit, Mobbing. Und dass du dich deswegen hier ein bisschen gefangen fühlst. Und dass du dich deswegen dann zurückziehst und dann zur Ruhe kommst. Du meditierst dann, ja, und dann, weil du einfach, du meditierst dann für dich. Mein Gott, hier, bleib mal hier. Du meditierst dann für dich hier, das ist so eine Meditation, zur Ruhe gehen, schlafen, ausruhen, um in sich hineinzuhorchen, was das mit dir macht, weil wenn dieses Chaos ausgelöst wird, dann ziehst du dich ja komplett zurück, dann ist hier dein Köpfchen ein bisschen kuddelmuddelartig, ja, dann fängst du an, kuddelmuddel zu denken und dann, und hier geht es auch um Transformation. Also ein teuer erkaufter, ja okay, die Karte liegt andersrum, Schwächung, Auseinandersetzung, Opfer und Täter zugleich sein. Machtwunsch, harte Konfliktlösung, falsche Glaubenssätze, unbedachte Handlungen, unfairer Kampf, Schatten neuer Voraussetzungen. Unliebsame Selbsterkenntnis, verhärtete Fronten, schwierige Prüfung, schwierige Streitschlichtung. Vielleicht ist das der Grund, warum du dich hier so ein bisschen gefangen fühlst. Ne, und dass du dann da guckst, was du machst, schaust rein und guckst und überlegst. Und dann ziehst du dich zurück. Und dann gibt es hier eine Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, dass es Erfolg bringt. Du wartest, du willst dich durchsetzen. Ja, du setzt dich durch und dann kommt der Erfolg, lieber Steinbock. Sei der Mensch, den du selbst gern um dich hättest. Hier geht es um Enttäuschung, Tiefschläge, Demütigung, Gehässigkeit, Mobbing, Niedertracht, Skrupellosigkeit, Kündigung oder Trennung, Destruktivität, Rache, Niedergeschlagenheit, moralischer Verlust, Skrupellosigkeit, Fallen. Es ist eine Chaoskarte und es führt zu einer neuen Ordnung. Hierfür gibt man einen konfliktreichen und schmerzhaften Weg. Der Erfolg ist hart erarbeitet und der Sieg fühlt sich nicht als solcher an. Das kann ja auch sein, ne? Dass du deinen Sieg sich nicht so sicher anfühlst. Vielleicht ist das auch so eine Art Niedertracht. Eine Falle. Ja, und vielleicht bist du dadurch auch dieses Selbst zum Opfer geworden und bleibst geschlagen zurück und bist enttäuscht, was ich vollkommen verstehen kann, wenn du enttäuscht bist. Weil du verdienst ja auch Glück, verstehst du? Jo, pass auf. Und jetzt ist die vierte Karte. Hier kommt wieder Take a Break. Komm Zeit, komm grad. Hier. Und da sagt es dir, Stillstand, Ruhe, Vernunft, Zurückgezogenheit. Und ich muss gleich meine Tabletten nehmen. Bedenkzeit, Pause, Meditation, Abstand, Notwendigkeit, Klarheit, Ordnung. Vielleicht bist du auch einfach erschöpft von dem Ganzen. So, ihr Süßen. Ich hoffe, lieber Steinbock, dir hat das Video gefallen. Falls ja, gib mir gerne Daumen nach oben da. Jetzt nochmal ganz kurz. Das, was ich eigentlich sagen wollte, die ganze Zeit. Und zwar, die ganze Zeit, nein, das, was ich noch erwähnt habe, bevor ich angefangen habe, die Karten zu legen und zu erklären. Also, ich weiß, dass ich jetzt hier dieses Tarot-Reading für den Steinbock gemacht habe. Und vielleicht bist du jetzt jemand, der sagt, Moira, gibt es denn auch bald Tarot-Cards-Reading für den... Wie heißt der? Für Wassermann, für Fische. Eigentlich ja. Das Ding ist einfach, ich will nicht einfach irgendwie so... Ich bin ja ein Mensch, der einfach irgendwie sehr, sehr nach... Wie nennt man das? Sehr, nicht abstrakt denkt, nein. Der eigentlich so das macht, um euch eine Freude zu machen. Aber natürlich ist es schön, wenn ihr euch eine Freude macht und gar keine Frage. Ich schätze euch wirklich sehr, wenn ihr die Videos schaut. Um Gottes Willen. Aber was mir lieb ist auch, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte Karten legen. Ich möchte Karten legen, weil ich Spaß dran habe. Und wenn ich das halt merke,
dass ich gerade keinen Bock habe, Karten zu legen, dann bringt es auch nichts. Und ich möchte jetzt auch nicht Karten legen wegen der Likes und wegen der Follower. Das ist mir letztens auch wieder aufgefallen. Da muss ich mich auch ein bisschen zügeln. Das ist ja auch so meine Wenigkeit, wo ich lernen darf, mal nicht legen nur wegen Likes, sondern legen, weil ich Spaß dran habe. So. Sondern einfach, was habe ich gesagt? Legen, nicht legen, weil wegen der Likes und weil ich Spaß dran habe. Ja, das ist ja logisch. So, richtig. Sondern legen, ja, und dementsprechend kann ich euch jetzt noch nichts versprechen. Ich werde auch keine Versprechungen halten. Ich kann auch nicht sagen, ob ich das mache. Ich gucke, ob es für mich richtig anfühlt. Vielleicht gibt es die Tage noch den Steinbock haben wir ja schon, den Wassermann und den Fische. Und dann schauen wir mal, vielleicht werde ich die 12 Karten-Readings machen. Mal schauen, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht werde ich auch einfach, ich weiß nicht, wie der Monat November wird, was da abläuft, das sehe ich ja. Aber ich möchte jetzt hier nicht so alles so zack, zack, zack machen, wie ich die letzten Monate machen, nur um Likes zu erhaschen. Also ich schaue mal, was und wie ich mich fühle, weil da noch ganz andere wichtige Dinge im Raum stehen. Natürlich möchte ich vor euch Karten legen, gar keine Frage. Aber für mich ist es wichtig, dass die Energie auch passt, dass ich auch Bock habe, euch die Ohren voll zu quatschen und nicht, weil ich das jetzt machen muss. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bitte nicht böse sein, wenn bei mir mal nicht so viele Tarot Reads, so viele Sternzeichen kommen. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht werde ich ein Video drehen. Keine Ahnung, vielleicht werde ich das einzeln drehen. Jetzt muss ich mal nochmal für mich herausfinden, ob ich das einzeln mache. Oder vielleicht mache ich das alles in einem. Dann hätte man das in einem Rutsch. Würdet ihr das Video in einem Rutsch gucken? Oder wollt ihr einzelne Videos? Das wäre schon mal interessant zu wissen. Letztendlich muss ich natürlich ich entscheiden, aber wenn ihr da Vorlieben habt, dann könnt ihr das ja schreiben. Und ansonsten war es das jetzt von mir. So, ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ich hoffe, ihr wisst noch, wer ich bin. Und ich würde sagen, alles Liebe an euch und viel Spaß und bleibt gesund und lieb. Und ich gehe jetzt lesen. Bye bye!